Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Wissenschaft fürs Wohnzimmer. Schön, dass ihr heute auch wieder alle zugeschaltet habt bei unserer Folge, wo es heute um die Mangroven geht und den Sinn und Unsinn von Bäume pflanzen. Und wir freuen uns auf den Beitrag von Professor Martin Zimmer vom Leibniz-Institut für marine Tropenforschung und er ist Professor für Mangrovenökologie an der Universität Bremen. Aber dazu wird er gleich noch mehr zu sich selber sagen. Und dann genau, machen wir noch kurz die kleine Runde, wer heute noch mit dabei ist. Ich bin Franziska Pausch, ich bin Doktorandin am Alfred-Wegener-Institut und forsche zu in kälteren Regionen, wo wir ja auch schon viele Präsentationen zu hatten, am Südpolarmeer und zu dem Phytoplankton dort. Und genau, ich habe noch zwei weitere Kollegen von mir dabei heute. Und wenn ihr Fragen während des Vortrags habt an Martin, dann schreibt die gerne einfach in den Chat und wir leiten die dann weiter. Gut, dann gebe ich mal über zu Stefan. Ja, hallo und guten Abend. Mein Name ist Stefan Jurecke. Ich bin Klimawissenschaftler am Alfred-Wegener-Institut und an der Jakobs-Uni in Bremen und beschäftige mich mit Klimamodellierung, mit der Modellierung des Ozeans am Computer und Vorhersagen des Klimawandels. Und freue mich heute auf einen biologischen Vortrag davon, was man machen kann, um das Klima zu retten, praktisch. Oder vielleicht machen kann, um das Klima zu retten. Ja, moin noch von mir. Mein Name ist Matthias Wietz. Ich bin Meeresbiologe am AWI auch und habe hier auch schon mal einen Vortrag gehalten, der Polar Gardening hieß. Also das konnte man ja denken, ich mache auch was mit Bäumen, mache ich aber nicht. Ich schaue mir eher die Bakterien und Algen an, vor allen Dingen in der Arktis und freue mich jetzt dann halt, was über die etwas größeren Bäume zu hören, etwas in die wärmeren Gefilde einzutauchen und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Vortrag. Okay, ja, auch von meiner Seite schönen guten Abend, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, heute Abend bei euch, bei Ihnen im Wohnzimmer sein zu dürfen und ein bisschen was über nicht nur Mangroven, aber vor allem Mangroven zu erzählen, auch über andere Bäume. Ja, wie Franzi eben gesagt hat, ich bin Mangrovenökologe am Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung. Ich beschäftige mich seit 7 Jahren mittlerweile mit Mangroven. Ich habe vorher an anderen Küstenökosystemen, vor allem Salzmarschen, gearbeitet und ursprünglich in meinem Studium, in meiner eigenen Ausbildung tatsächlich an terrestrischen Waldsystemen gearbeitet. Das heißt, der Weg ging von terrestrischen Wäldern über Küstensysteme in die tropischen Wälder an den Küsten. Meine Forschung beschäftigt sich zum Teil zumindest mit den wissenschaftlichen Grundlagen für Mangrovenschutz und Mangrovenrestauration. Aber auch wenn das heute Abend Wissenschaft fürs Wohnzimmer heißt, werde ich gar nicht so viel über Wissenschaft reden, sondern vielmehr über ein Thema, was mir selber im Zusammenhang mit Mangrovenrestauration sehr am Herzen liegt und was in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, kann man fast sagen, große Bedeutung auch bei uns in Deutschland bekommen hat. Aber da kommen wir dann später darauf zu sprechen. Letzte Woche war mein Kollege Tim Jennerjahn hier und hat über blauen Kohlenstoff gesprochen. Das heißt also, ich kann mir eine relativ lange Einleitung eigentlich sparen und nur noch mal kurz zusammenfassen, warum eigentlich Bäume überhaupt irgendetwas mit Klima oder mit Klimawandel, Mitigation zu tun haben, warum sie als Klimaschützer gelten können. Und das ist relativ einfach in der grundlegenden Darstellung: Die Bäume nehmen Kohlendioxid aus der Luft auf, bauen das in ihre Biomasse ein, das heißt, die wachsen und verwenden dabei das Kohlendioxid aus der Atmosphäre, aus der Luft. Das Schöne daran ist, die wachsen nicht nur, sondern sie produzieren eben auch Blätter, die im Herbst, zumindest bei uns in unseren Breiten, im Herbst auf den Boden fallen und dort abgebaut werden. Das organische Material dieser Blätter geht dann in den Boden hinein. Der vielleicht kleine Haken an der Sache ist, dass dort im Boden dieses organische Material eben durch Mikroorganismen, durch Bakterien, Pilze und dergleichen abgebaut wird und dadurch wieder CO2 in die Atmosphäre freigesetzt wird, aber deutlich weniger als von den Bäumen letztendlich in ihre Biomasse, in ihr Holz vor allem dann eingebaut wird. In den Tropen, zumindest in den Küsten oder an den Küsten der Tropen, sind diese Bäume, mit denen wir uns beschäftigen, eben Mangroven. Das Prinzip ist hier genau das gleiche. Die nehmen Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf,
bauen das in ihre Biomasse ein. Blätter fallen auf den Boden, kommen in das Sediment, wie man das dann in Mangroven nennt. Das ist also eigentlich genau genommen kein Boden. Und in diesem Sediment finden aber eben keine ausgeprägten Abbauprozesse statt, oder zumindest sehr viel weniger, weil es keinen Sauerstoff oder nur sehr, sehr wenig Sauerstoff in diesem Sediment gibt. Das heißt also, der Kohlenstoff, der auf den Boden fällt, auf das Sediment fällt und in das Sediment eingebaut wird, verbleibt dort für lange Zeit, für Jahrzehnte, Jahrhunderte, teilweise Jahrtausende. Hinzu kommt, dass organisches Material auch aus dem Meer in die Mangroven hineingespült wird durch die Gezeiten und dort zwischen den Wurzeln der Mangroven, zwischen diesen Luft- oder Stelzwurzeln hängen bleibt und dort eben auch zum Pool an organischem Material beiträgt und das Ganze noch verstärkt. Das heißt, Mangroven sind, wenn man so will, wenn es in den Klimaschutz geht, die besseren Bäume. Das heißt, sie speichern einfach mehr in ihrem System. Das sieht man hier auch sehr schön. Eine der ganz wenigen wissenschaftlichen Abbildungen, die ich heute zeigen werde. Was wir hier sehen, ist den Vergleich, ich gehe davon aus, dass man meine Maus sehen kann, den Vergleich zwischen terrestrischen Wäldern und Mangroven in den Tropen. Und in diesem Vergleich wird gezeigt, wie viel Kohlenstoff pro Hektar, also pro Fläche in diesen Ökosystemen abgelagert ist, gespeichert wird. Das ist in den Mangroven, in den Bäumen selber, also diese weißen Felder hier, gar nicht mehr als in den anderen Baumsystemen auch. Im oberen Sediment, im oberen Boden ist es ein bisschen mehr, aber das Entscheidende ist wirklich im unteren Boden. Da lagert sich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, lagern sich sehr, sehr große Mengen von blauem Kohlenstoff ab und wird da relativ stabil gelagert, ziemlich stabil gelagert und wird damit eben aus der Atmosphäre entzogen. Das Problem, was wir mit den Mangroven haben, das ist eines der wenigen beeindruckenden Mangrovenbilder, die ich heute zeigen werde. Das ist eine kleine Insel in der Karibik, gehört zu Kolumbien, heißt San Andrés. Und das ist eine der wirklich vielen schönen Beispiele, wie Mangroven aussehen können. Das Problem ist, obwohl Mangroven so wertvoll sind und das nicht nur für den Klimaschutz oder gegen den Klimawandel, leiden sie weltweit unter einem drastischen Flächenverlust. Da komme ich gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Sie werden verschmutzt durch nicht nur Plastik, auch anderen Müll, auch chemisch verschmutzt, also wirklich chemische Verschmutzung wie hier Öl spielt zum Teil regional eine sehr große Rolle bei der Zerstörung von Mangroven. Und Abholzung für viele Zwecke ist natürlich auch ein großes Thema. Das heißt also, weltweit verlieren wir Mangroven. Es gibt Schätzungen, dass wir jeden Tag etwa 70 Hektar, das sind also ungefähr 70 Fußballfelder, weltweit an Fläche an Mangroven verlieren. Man muss allerdings auch sagen, was man hier sieht, ist die Abnahme der weltweiten Mangrovenfläche über die Zeit, leider nur bis 2005. Sehr viele genauere oder jüngere Daten gibt es eigentlich nicht in ähnlichen Darstellungen. Wir wissen aber, dass zum Glück die Abnahme der Mangrovenfläche die Abnahmerate abgenommen hat. Das heißt, wir verlieren in den letzten Jahren sehr viel langsamer Mangroven, als das noch vor 15 oder 20 Jahren der Fall war. Das sind die guten Nachrichten. Allerdings dürfen wir dabei nicht vergessen, dass eben, wenn Mangroven abgebaut werden, wenn sie absterben durch Verschmutzung, wenn sie abgeholzt werden, das Holz entnommen wird, dann gegebenenfalls zur Kohle verarbeitet wird und verbrannt wird, würde ich natürlich auch Kohlendioxid aus dem Holz der Mangroven freigesetzt wird. Darüber hinaus verliert das Sediment, das in den Mangroven normalerweise diesen blauen Kohlenstoff sehr stabil speichert, einfach seine Eigenschaften. Es wird nicht mehr stabilisiert, das heißt, die Wurzeln der Mangroven halten das Sediment nicht mehr fest. Die Wurzeln der Mangroven schützen das Sediment nicht mehr vor Wellen und Gezeiteneinwirkungen. Das Sediment wird aufgewirbelt, es wird weggespült und das darunterliegende Sediment wird aufgewirbelt und wird mit Luft und Sauerstoff vermischt. Das heißt also, der Kohlenstoff, der blaue Kohlenstoff, der im Sediment der Mangroven gelagert war, stabil gelagert war, wird der Luft ausgesetzt und wird abgebaut, CO2 wird freigesetzt. Und ohne hier in die Zahlen in irgendeiner Form einsteigen zu wollen, wir wissen relativ genau, wir verstehen relativ genau, wie viel Kohlendioxid, wie viel blauer Kohlenstoff aus den Mangroven freigesetzt wird, wenn wir die Mangroven verlieren. Das ist das eine Problem, was wir mit den Mangroven haben. Und das ist ein Problem, was wir mit dem tropischen Regenwald haben, auch wenn dort die Verlustrate deutlich geringer ist als bei Mangroven. Da
Das ist nicht so ein großes Problem, wenn wir an unsere Wälder hier bei uns in Deutschland oder Mitteleuropa denken. Da haben wir natürlich andere Probleme. Also, gehen wir nochmal auf die Frage zurück, ob Bäume oder stellen die Frage hier zum ersten Mal, ob denn Bäume gegen den Klimawandel gepflanzt werden können, ob das Sinn macht oder ob es keinen Sinn macht, unter welchen Bedingungen das Sinn macht. Also, die Freisetzung von Kohlendioxid aus den nach dem Abholzen von Mangroven oder anderen Wäldern frei gewordenen unbewachsenen Sedimenten oder Böden ist ein Problem, ist ein weiterer Faktor, der zur Anreicherung von Treibhausgasen in der Atmosphäre beiträgt. Wenn wir diese von Mangroven frei gewordenen, degradierten, abgeholzten Flächen wieder mit Mangroven anpflanzen würden oder in anderen Wäldern mit Mangroven anpflanzen würden, dann würde nach dem Prinzip, was ich zu Beginn gezeigt habe, Kohlendioxid wird von den Bäumen aufgenommen, in die Biomasse aufgebaut, in Mangroven wird es außerdem im Sediment eingelagert, wird natürlich wieder neues Kohlendioxid, neue Treibhausgase aus der Atmosphäre entzogen. Aber das ist ein langwieriger Prozess, das darf man nicht vergessen. Es gibt keine wirklich klaren, verallgemeinerbaren Zahlen, weil die Werte, wie viel CO2 wirklich in einem Baum eingelagert werden, natürlich von ganz vielen Umweltfaktoren abhängen. Nicht zuletzt natürlich von der Baumart selber. Bei uns in Deutschland zum Beispiel eine Kiefer lagert über die Zeit nur etwa halb so viel Kohlendioxid im Holz ein wie eine Buche. In Mangroven gibt es das ähnlich. Also es gibt da auch Arten, die sehr unterschiedlich stark Kohlendioxid in ihrem Holz einlagern. Das Holz einiger Arten ist sehr viel dichter und damit hat es einen sehr viel höheren Kohlenstoffgehalt als das Holz anderer Arten. Die Umweltbedingungen tragen dazu bei, wie gut die Bäume oder kontrollieren, wie gut, wie schnell, wie groß die Bäume wachsen. Insgesamt kann man relativ zurückhaltend, relativ konservativ wahrscheinlich davon ausgehen, dass ein Baum in einem Lebenszyklus von irgendwas 20 bis 25 Jahren ungefähr eine Tonne CO2, also Kohlendioxid, in der Biomasse einlagert. Das ist sehr konservativ betrachtet. In vielen Fällen dürfte es deutlich mehr sein. Aber es ist, glaube ich, immer ganz vorteilhaft, wenn wir vorsichtig und mit konservativen Werten argumentieren. Zudem kommt die Einlagerung ins Sediment, wie erwähnt. Das heißt, pro Jahr und pro Hektar, also ungefähr ein Fußballfeld, werden in einem Wald in etwa 10 Tonnen CO2 eingelagert. So weit, so gut. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Nun wird genau da in den letzten Monaten, ein sehr wichtiges Geschäftsmodell drum entwickelt. Emissionshandel auf internationaler, auf EU und internationaler Ebene ist ein großes Thema. CO2-Kompensation in der Privat- oder für die Privatwirtschaft. Das heißt also, das Investieren in Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, die CO2, Kohlendioxid aus der Atmosphäre entziehen, können genutzt werden, um mehr in der Produktion, in der Industrie an CO2 freizusetzen. Und das wurde eben auch im Privatsektor, im Handel sehr stark genutzt. Wir kennen das alle, die Werbung dafür, wenn Sie dieses Produkt kaufen, dann wird dafür irgendwo ein Baum gepflanzt. Und das ist genau der Auslöser im Prinzip dieses Themas, über das ich heute spreche, Sinn und Unsinn, Bäume zu pflanzen, weil es da eben ganz viele unterschiedliche seriöse oder eben charlatanerische Ansätze gibt. Und darüber genau möchte ich sprechen. Zunächst mal der eine Punkt: CO2-Kompensation in Deutschland ist für die Privatwirtschaft nicht möglich. Der gesamte deutsche Wald, ohne jetzt hier auch in die Details einsteigen zu wollen, der gesamte deutsche Wald ist bezüglich CO2-Kompensation vom Staat beschlagnahmt worden, sozusagen, also beansprucht worden. Und Privatwirtschaft, Privatpersonen können durch das Pflanzen von Bäumen keine CO2-Kompensation sich anrechnen lassen. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht trotzdem sinnvoll sein kann, Bäume zu pflanzen, auch wenn es nicht offiziell legal in die CO2-Kompensation mit hineinwirkt. Aber wenn man mit Forstwirtschaftlern und Forstwissenschaftlern spricht, ich selber bin kein Forstwissenschaftler, dann kommen da schon die ersten Kritikpunkte, auch in Deutschland oder auch in Mitteleuropa, weil ganz
wichtige Fragen einfach nicht geklärt sind oder nicht berücksichtigt werden von im Rahmen dieser Aktionen Bäume zu pflanzen. Wo pflanzen wir diese Bäume? Welche Arten pflanzen wir überhaupt? Also was pflanzen wir und welche Arten pflanzen wir wo? Und natürlich ganz klar die Frage, wie pflanzen wir denn überhaupt? Also wie wird der ganze Prozess Bäume pflanzen und darauf achten, dass sie sich auch wirklich entwickeln, dass sie dann wirklich wachsen und Kohlendioxid in ihrer Biomasse speichern? Wie wird das kontrolliert? Und noch viel wichtiger vielleicht die Frage, warum denn überhaupt pflanzen? An vielen Freiflächen, oder früheren Waldflächen, die frei geworden sind, zum Beispiel durch Sturmschaden oder durch Feuer, durch Brandschäden, die entstanden sind, siedeln sich Wälder ganz natürlich wieder von selber an und siedeln sich vor allen Dingen dort Wälder wieder an, die auch tatsächlich dorthin passen. Das heißt also, die Arten siedeln sich wieder an, die unter den dort gegebenen Bedingungen, Umweltbedingungen tatsächlich auch erfolgreich und verlässlich wachsen können. In vielen Fällen müssen wir also gar nicht pflanzen, weil das ein natürlicher Prozess ist, der einfach von selber stattfindet. Das heißt also, jede Investition, jede Geldausgabe in das Pflanzen dieser Bäume kann einfach völlig sinnlos oder unnötig sein, weil es auch so geschehen würde. Und das ist eben dieser Punkt der gewerblichen Baumpflanzung, der dort einfach verheimlicht wird und den Kunden auch ja, vorenthalten wird. Reden wir ein bisschen über Mangroven als Spezialfall der Bäume, der Wälder, Mangroven in den Tropen. Zunächst mal ganz, ganz wichtig, ich habe das eben erwähnt, wir verlieren Mangroven sehr viel langsamer als noch vor 15 oder 20 Jahren, aber immer noch in einem drastischen Tempo. Und der entscheidende Punkt ist, weil mit jedem Hektar Mangrove, den wir verlieren, Kohlendioxid, Treibhausgase freigesetzt werden, sollte der Schutz immer vor der Aufforstung stehen. Also es ist immer besser, einen bestehenden Wald zu schützen, als ihn erst zu zerstören und dann wieder aufzuforsten. Wir müssen berücksichtigen, dass die Aufforstung dieser Wälder, die Restaurierung, Rehabilitierung dieser Wälder, ein langfristiger Prozess ist. Bis die kleinen Bäume, die wir pflanzen, wirklich eine Größe eines ausgewachsenen Baumes erreichen, vergehen Jahre. Wir gehen davon aus, dass ein Mangrovenwald nach 20 bis 25 Jahren ungefähr das Stadium erreicht hat, in dem man von einem ausgewachsenen, funktionierenden Mangrovenwald sprechen kann. Allerdings ist ganz wichtig bei Mangroven, dass die ganz viele weitere Vorteile und Nutzen vor allen Dingen für die Bevölkerung vor Ort haben. Sie schützen die Küste vor Stürmen, vor Erosion, also stabilisieren die Küstenlinie. Sie bieten natürliche Produkte, also Futter für Tiere, für Haustiere, Honig, Getränke werden produziert. Natürlich Krabben, Fische, Garnelen, die in, an und um die Mangroven herum gedeihen, werden als Meeresfrüchte genutzt und sind häufig die einzige Einkommensquelle für die Bevölkerung vor Ort. Und das erreichen Mangroven auch kurzfristig nach Anpflanzung oder durch Anpflanzung oder Aufforstung. Und das ist ein Punkt, der häufig auch, wenn wir über Klimawandel, Mitigation sprechen, vergessen wird. Aber ganz wichtiger Punkt, der dafür spricht, Mangroven zu pflanzen. Aber auch hier stellt sich eben die Frage, wo pflanzen wir, was pflanzen wir, wie pflanzen wir? Also was pflanzen wir eben, welche Arten pflanzen wir? Ganz häufig werden Arten gepflanzt, die in dieser Region normalerweise gar nicht vorkommen. Das heißt also, die eigentlich dort ökologisch nicht eingebettet sind. Das Wo-Pflanzen ist auch ein Problem. Häufig werden einfach irgendwelche Wattenmeerflächen oder Sandflächen, die frei liegen, mit Mangroven bepflanzt. Es werden Mangrovensämlinge genommen in einer medienwirksamen Aktion, pflanzen Hunderte von Menschen übers Wochenende, Hunderttausende von Sämlingen in den Sandboden, in das Watt oder in existierende Seegraswiesen. Und nach wenigen Wochen, nach dem nächsten Sturm, sind sie alle wieder weg, weil dieser Standort, wo diese Sämlinge gepflanzt wurden, einfach nicht geeignet ist für Mangroven. Die können dort nicht wachsen. Und das Wie-Pflanzen ist eben die Frage, nimmt man sich einfach einen Sämling und steckt ihn in den Boden und hofft, dass er sich entwickelt? Oder pflanzt man die Bäume erstmal in Töpfen in einer Baumschule an, lässt sie ein bisschen anwachsen und pflanzt dann die kleinen Bäumchen schon in den Ort oder an den Ort, der eben für Mangroven geeignet ist? Das sind alles wichtige Themen, die berücksichtigt werden müssen. Ein Bild aus Senegal. Rechts sehen wir einen kleinwüchsigen, aber altgewachsenen und stabilen Mangrovenbestand. Auf der linken Seite sehen wir einige Mangroven, die vor schätzungsweise 4, 5 Jahren gepflanzt wurden
Und das sieht alles wunderschön aus, aber wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass ein Großteil dieser Bäumchen, die vor 4, 5 oder 6 Jahren gepflanzt wurden, es einfach nicht geschafft haben. Die sind im Laufe der Jahre abgestorben. Und tatsächlich ein Großteil. Also bis heute ist es so, dass ganz viele, die Mehrzahl der Mangrovenaufforstungsprojekte einfach nicht gelingen, unter anderem, weil die Pflanzen, die Bäume einfach am falschen Ort eingepflanzt werden. Also, ja. Herr Thiem, dazu gab es gerade noch eine passende Frage im Chat, und zwar, also genau, hast du ja gerade von den Ort gesprochen, wo die gepflanzt werden, aber es gab auch noch eine Frage zu den Arten, die da gepflanzt werden, und zwar war die Frage von Dark Phoenix, lassen sich Mangroven als Mischwälder pflanzen oder ist eine Monokultur natürlicher und der Standard? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und die Antwort lautet wie in der Biologie meistens, das kommt drauf an. Wir haben im Prinzip zwei große geografische Gebiete, Indo-West-Pazifik, das ist eine relativ artenreiche Mangrovenregion, und der Atlantik und Ostpazifik, also die Ost- und Westküste der Amerikas und die Westküste Afrikas, sind relativ artenarm. Und im Atlantik, Ostpazifik, sind auch die Wälder entsprechend häufig durch große Monokulturen natürlicherweise charakterisiert. Also riesige Flächen sind zum Teil davon nur einer einzigen Art bewachsen. Im Indo-Westpazifik, Indonesien, Singapur, Malaysia, finden wir Mangrovenwälder häufig mit einem sehr, sehr dichten Gemisch aus sehr, sehr vielen Arten. Also es ist beides natürlich, kommt beides natürlich vor. Und was man letztendlich pflanzt, hängt natürlich zum einen davon ab, wo man ist, aber zum anderen eben auch, was man denn von diesem Wald möchte. Wenn man natürlich Biodiversität möchte, was der klassische Restaurationsansatz im Blick hat, dann pflanzt man natürlich möglichst viele von den Pflanzen, die natürlicherweise vorkommen. Es gibt aber andere Gründe, Mangroven anzupflanzen, zum Beispiel Klimawandelmitigation, dann kann die Lösung ein bisschen anders aussehen. Die Kritik, die häufig von den Organisationen, die sich mit erfolgreicher Mangrovenanpflanzung oder Aufforstung beschäftigen, ist die, dass diese Monokulturen, die eben auch im asiatischen Raum dann angepflanzt werden, eben nicht natürlich sind und dort eben eigentlich so nicht vorkommen. Also es ist eine sehr, sehr vielschichtige Frage bzw. Antwort auf diese Frage. Ja, super spannend. Danke für die ausführliche Antwort. Und da passt vielleicht gerade noch die nächste dazu. Die kam von Wow83. Aber die hast du eigentlich auch schon mitbeantwortet, wie es dazu kommt, dass man nicht einheimische Mangroven pflanzt, aber das hattest du ja gerade schon kurz angerissen, dass es auf das Ziel drauf ankommt, was man möchte. Ja, das ist eine Möglichkeit. Das wäre jetzt eine positive Betrachtung dessen. Die etwas realistischere, weil sie in der Realwelt einfach häufiger vorkommt, ist eine ganz andere. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass natürlich nur angepflanzt werden kann, wovon man auch Samen oder Sämlinge hat. Das heißt also, häufig ist es so, dass es für die lokalen Gruppierungen oder Agenturen, Organisationen, die sich mit der Aufforstung beschäftigen, offensichtlich einfacher ist, Samen, Sämlinge in großer Zahl von anderen Regionen zu erhalten, als vor Ort einzusammeln. Denn vor Ort einsammeln würde ja bedeuten, dass es noch Mangroven, gesunde Mangroven in großer Zahl gibt, die diese Samen produzieren. Das ist eben häufig nicht der Fall. Und das kann soweit Blüten tragen, dann im wahrsten Sinne des Wortes, dass wirklich Pflanzen, Mangrovenbäume in Regionen angepflanzt werden, die eben, also Arten, die eben dort natürlicherweise überhaupt nicht vorkommen. Cool, ja, super. Ich glaube, das beantwortet beide Fragen sehr gut. Danke. Okay, also bei den Mangroven, und das sieht man hier sehr eindringlich, stellen sich also letztendlich die gleichen Fragen, die sich auch bei unseren Wäldern hier in Mitteleuropa stellen. Was pflanzen wir wo und wie pflanzen wir das? Haben wir Baumschulen, in denen die Bäumchen herangezogen werden, bevor sie gepflanzt werden, um einfach sicherzustellen, dass sie Erfolg haben und wachsen können? Und natürlich auch in der Mangrovenökologie, in der Mangrovenaufforstungsgemeinschaft wird diskutiert, sollen wir überhaupt pflanzen? Ein sehr prominenter Ansatz der Mangrovenrestauration ist eigentlich der, dass wenn die Umweltbedingungen stimmen oder wenn sie nicht stimmen und wir sie wiederherstellen können, müssen wir gar nicht anpflanzen, sondern die Mangroven werden sich von selber wieder ansiedeln. Das klassische Beispiel sind Aquakulturteiche, die
Nach einigen Jahren, die werden angelegt, indem Mangroven abgeholzt werden. Nach einigen Jahren sind die Teiche nicht mehr ertragreich oder wir haben Krankheiten in den Teichen, dann werden sie verlassen. Woanders werden Mangroven abgeholzt und neue Teiche gebaut. Die alten verlassenen Teiche können sich so nicht natürlicherweise mit Mangroven besiedelt oder können nicht von Mangroven neu besiedelt werden, weil der Anschluss an die Gezeiten, an die Strömungen, an die natürlichen Strömungen nicht gegeben ist. Das heißt, Samen, Sämlinge kommen überhaupt nicht in das Gebiet hinein. Wir haben die zwei Möglichkeiten. Wir nehmen die Sämlinge und pflanzen sie in den Aquakulturteichen an. Das ist teuer, aufwendig, dauert lange und auch häufig nicht erfolgreich. Oder aber wir stellen über Baumaßnahmen, also Entfernung von Deichen, Graben von Kanälen, Bedingungen wieder her, die den natürlichen Bedingungen ähnlich sind, sodass wir im Prinzip davon ausgehen können, dass sich Mangroven selber wieder anpflanzen. Also die Fragen, die wir hier in den Mangroven stellen, sind letztendlich ganz ähnliche, wie wir sie auch in Mitteleuropa in unseren Wäldern stellen. Ich komme auch schon zum Ende, weil ich denke, dass wir in der Diskussion ein bisschen Zeit verbringen können und möchte kurz nicht die Frage nach dem Sinn oder Unsinn des Bäumepflanzens beantworten. Das habe ich eigentlich nur so ein bisschen angerissen, aber die Frage nach dem Sinn, Mangroven gegen den Klimawandel anzupflanzen. Und die Antwort ist ganz klar, ja, das macht Sinn. Das ist potenziell erfolgreich und vielversprechend. Und das Interessante ist, wie ich angesprochen habe, nicht nur gegen den Klimawandel, sondern aus vielen anderen Gründen auch. Also diese zusätzlichen Nutzen der Mangroven dürfen einfach nicht aus den Augen verloren werden. Aber der entscheidende Punkt ist, dass richtig angepflanzt wird. An der richtigen Stelle in der Gezeitenzone, an der richtigen Stelle an der Küste, der richtige Sedimenttyp, die richtigen Arten, die dort natürlicherweise vorkommen. Sonst hat das Ganze keinen Sinn und ist nicht erfolgreich. In den meisten Fällen ist es bisher nach wie vor leider nicht erfolgreich. Und unterstützt werden kann das Ganze eben noch, indem man sich die Zeit nimmt und die Bäume heranzieht. Hier kommen wir zum großen Problem, das ich vielleicht noch ganz kurz ansprechen möchte. Wir haben häufig Angebote, wie ich eben sagte, aus dem Handel, wenn Sie dieses Produkt kaufen, wird da ein Baum gepflanzt. Da kostet, wenn man so mag, ein Mangrovenbaum 30 oder 50 Cent. Mit 30 oder 50 Cent kann ich keine Mangrove irgendwo pflanzen, sinnvoll pflanzen und so pflegen, dass sie wirklich zu einem ausgewachsenen Baum wird, der wirklich nach 20 Jahren eine Tonne Kohlendioxid gespeichert hat. Das funktioniert einfach nicht. Das ist teurer, weil eben, wenn man es richtig macht, viel Arbeit, viel Zeit, viel Engagement der lokalen Bevölkerung dahinter steckt. Wenn man das macht, muss man sich eben fragen, was pflanze ich wo und wie? Und da gehört viel lokales Wissen der Bevölkerung vor Ort dazu. Und natürlich auch die wissenschaftliche Unterstützung. Und das ist genau das, woran wir eben, wie ich zu Beginn sagte, auch arbeiten, dass wir versuchen, wissenschaftliches Grundlagenwissen beizusteuern, damit das Anpflanzen, das Aufforsten verloren gegangener Mangroven erfolgreich ist oder erfolgreicher wird und dann eben auch entsprechend den Zweck erfüllt, den es erfüllen sollte und Sinn macht und nicht als Unsinn abzutun ist. Und vielleicht der entscheidende Punkt, Bestandsschutz ist immer besser als Aufforstung, weil eben alte, bestehende Mangrovenwälder wertvoller sind, ökologisch wertvoller sind, aber auch als Speicher für Klimagase, für Treibhausgase deutlich wertvoller sind. Und damit bin ich genau, glaube ich, zu Ende. Und ich freue mich sehr auf weitere Fragen. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag und deine Einblicke ja, über den Sinn und Unsinn und die verschiedenen Dinge, die man zu beachten hat, wenn man so eine Pflanzaktion plant in den Mangroven, aber auch hier. Das war ja auch nochmal gute Hinweise zu den Verhältnissen in deutschen Wäldern. Vielen Dank dazu. Und genau, bevor wir gleich in die Diskussion einsteigen, da gab es auch schon einige Fragen im Chat, mache ich noch kurz eine Ankündigung für nächste Woche. Und zwar haben wir da mal wieder einen Vortrag auf Englisch. Das ist dann bisher der 5. in unserer Reihe. Und da freuen wir uns auf Dr. Tamara Maggioni, ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Sie ist Meeresökologin an der Universität Córdoba in Argentinien und sie ist auch Wissenschaftsjournalistin. Und deswegen wird es in ihrem Vortrag auch darum gehen, genau, der Titel lautet The Importance of Communication in a Time of Fake News and the Role of Journalism in Climate Change Communication.
Also genau, welchen Beitrag die Wissenschaftsjournalismus in Zeiten von Fake News spielen kann. Und da sind wir schon sehr gespannt und freuen uns, wenn ihr da auch wieder zuschaltet. Und genau, zu den Fragen im Chat an Martin gebe ich nochmal an Matthias, der, glaube ich, da einen Einblick hat. Ja, erstmal auch vielen Dank von mir, Martin, für diesen interessanten Vortrag. Jetzt sind gerade relativ viele Sachen auf einmal reingekommen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ich hoffe mal, wir kriegen das jetzt in der Reihenfolge richtig hin. Zuerst vielleicht eine Frage, wie sich denn der Anstieg des Meeresspiegels auf die Mangroven auswirkt? Sehr spannende, sehr wichtige Frage. Tatsächlich bin ich gerade witzigerweise gestern von Kollegen auf eine Reihe neuer Veröffentlichungen aufmerksam gemacht worden, die sich genau mit dem Thema beschäftigen. Ich muss gestehen, ich hatte noch nicht die Zeit, da reinzugucken. Das ist aber deswegen interessant, weil diese neuen Veröffentlichungen sich jetzt tatsächlich mal auf Beobachtungen berufen, während wir bisher eigentlich immer nur mit Modellen arbeiten konnten, was auch sehr wichtig und sehr richtig ist, aber jetzt kommen halt die Daten dazu, um das zu überprüfen. Interessanterweise gehen wir davon aus, dass Mangroven, ähnlich wie das beim Klimawandel insgesamt auch ist, in Bezug auf den Meeresspiegelanstieg möglicherweise zu den Gewinnern gehören. Weil die meisten Modelle, die wir bisher haben, eigentlich zeigen, dass Mangroven darauf reagieren können, indem sie sich einfach im Laufe der Zeit landeinwärts bewegen, wenn der Meeresspiegel ansteigt, und tatsächlich auch Schritt halten können, offensichtlich mit dem Meeresspiegel. Das heißt, sie wachsen dann eben ins Landesinnere. Das ist großartig, wir würden alle sagen, herrlich, tolle Nachrichten. Aber halt, das funktioniert natürlich nur dann, wenn da auch Platz ist. Und genau das ist eben leider häufig nicht der Fall. Da gibt es irgendwelche Ansiedlungen oder Industrien, Hotelanlagen oder einfach nur Straßen, die dort lang führen und eben verhindern, dass die Mangroven sich ins Landesinnere ausweiten können. Das heißt also, unterm Strich werden sie wahrscheinlich ähnlich wie die meisten anderen Küstenökosysteme auch unter Meeresspiegelanstieg leiden. Aber wir gehen trotzdem davon aus, dass sie weiterhin die Küsten auch vor dem Meeresspiegelanstieg schützen. Und tatsächlich gibt es eine ganze Reihe, gerade dieser kleinen Inselstaaten, die in den letzten Jahren verstärkt Mangroven angepflanzt haben, vorausschauend als Mittel gegen den Meeresspiegelanstieg. Super, vielen Dank auch von meiner Seite für den Vortrag und die Beantwortung der Fragen, die jetzt auch noch kommen werden. Wir haben noch eine weitere Frage, bezieht sich auf alte Bäume, jetzt nicht unbedingt nur auf Mangroven, aber ich verstehe das so, also es gibt ja ausgewachsene Bäume, die schon ihr volles Wachstum erreicht haben, aber die werden ja noch älter. Ist es dann noch sinnvoller, wenn die noch älter werden, also ob man eine 1000-jährige Eiche hat oder eine 100-jährige Eiche, ist das für die CO2-Aufnahme tatsächlich dann noch sinnvoller, die noch älter werden zu lassen? Auch eine sehr, sehr gute Frage. Die Antwort ist auch hier wieder vielschichtig. Ich werde es mal versuchen, kurz zu halten. Also prinzipiell natürlich, in dem Moment, wo die Eiche oder die Mangrove weiter wächst, also wenn die Eiche 1000 Jahre alt wird, hat sie natürlich im Laufe der 1000 Jahre mehr CO2 eingelagert, als im Alter von 100 Jahren sie eingelagert hatte. Aber ab einem gewissen Alter wachsen die einfach super langsam. Das heißt also, die jährliche Zuwachsrate ist sehr gering und eine, sagen wir mal, ich schätze jetzt mal einfach ins Blaue, eine 600 Jahre alte Eiche unterscheidet sich von einer 500 Jahre alten Eiche sehr viel weniger als eine 100-jährige Eiche von einer 50-jährigen Eiche in der Menge des Kohlenstoffs, der eingelagert ist. Das heißt, so weh es tut, weil alte Bäume einfach wunderschön sind, aber aus Klimawandel-Mitigationssicht müsste man eigentlich ab einem gewissen Alter die Bäume abholzen und neue Bäume nachwachsen lassen oder pflanzen. Und dann natürlich das Holz, was man aus den Bäumen gewinnt, nicht verbrennen. Das wäre ja kontraproduktiv, sondern eben lagern oder als Möbel oder für Baukonstruktionen verwenden, was zudem noch ganz gut wäre, weil dann weniger Beton, dessen Produktion ja auch extrem klimaschädlich ist, produziert würde. Also aus naturschutzästhetischer Sicht würde ich sagen, lass die Bäume so lange wachsen, wie sie wollen. Aus Klimaschutzsicht würde ich sagen, klar, ab einem gewissen Punkt muss man sie abholzen, junge Bäume pflanzen, das Holz dann eben lagern, um kein CO2 freizusetzen. Also ist es wahrscheinlich wieder die Mischung. Man hat einige Naturwälder, wo man die Bäume wachsen lässt, wie man will, und dann andere Wälder, wie man jetzt ja auch macht, wo man den Bäumen 100 Jahre gibt und dann die für die Forstwirtschaft verwendet. Also ist das vielleicht aus Klimasicht gar kein so schlechter Ansatz, so eine Forstwirtschaft zu betreiben. Sicher richtig, das ist sicher korrekt, ja. Okay, danke. Tja,
Ja, super. Vielen Dank für die Antworten. Und mit dem Bauen, da gibt es ja jetzt eine ganz neue Bewegung, oder ich weiß nicht, wie neu sie ist, aber dass das verstärkt mit Holz auch gebaut werden soll. Also da würde es ja dann auch passen in die Richtung. Es gab im Chat aber nochmal eine ganz andere Frage von Ijotop, wenn ich das so richtig ausspreche, und zwar nach dem politischen Engagement und zwar und auch gesellschaftlichem Interesse, ob sich das eher in die Richtung Mangrovenrestauration entwickelt oder Mangrovenschutz, also in die Einrichtung von Meeresschutzgebieten, was so gerade der Trend ist, glaube ich, ist die Frage. Hallo Tobias, schön zu wissen, dass du hier bist. Ja, ich denke, das sind so zwei Entwicklungen, die tatsächlich parallel laufen. Zurzeit sehe ich eher eine politische Entwicklung in Richtung auf Restauration. Es gibt seit, ich glaube, 3 oder 4 Jahren, ja, vielleicht 5 Jahren, die Global Mangrove Alliance. Das ist eine Vereinigung, die vom IUCN, WWF, Nature Conservancy und sowas gebildet wurde, die sich bislang das sehr ambitionierte Ziel gesetzt hat, bis 2030 20% der weltweiten Mangrovenfläche wieder aufzuforsten. Das werden wir nicht schaffen. Und dessen ist sich die Global Mangrove Alliance mittlerweile auch bewusst. Wir hatten gerade letzte Woche eine Sitzung, in der wir das besprochen haben. Wir haben das Ziel ein bisschen modifiziert und realistischer, immer noch ambitioniert gemacht. Aber was ich eigentlich damit sagen will, ist, das Interessante ist, in dieses Ziel ist mittlerweile eben auch Mangrovenschutz eingebaut. Das heißt, also man sieht vielleicht daran exemplarisch, dass in den letzten Jahren Mangrovenrestauration als vielleicht dringender betrachtet wurde, weil wir so eine hohe Verlustrate hatten. Wir gesagt haben, wir müssen da einfach gegenwirken. Wir dürfen es nicht passieren lassen, dass die Mangroven weitestgehend von der Erde verschwinden. Jetzt, wo sich dieser Trend verlangsamt hat, glaube ich, ist mehr Platz, mehr Ruhe auch da, um sich wirklich mit effektivem Mangrovenschutz zu beschäftigen. Mangroven sind weltweit geschützt, in den meisten Ländern aber eben nicht effektiv. Also die stehen unter Schutz, dürften eigentlich nicht genutzt werden, aber das schert niemanden. Und das muss geändert werden und da gibt es mittlerweile die politische Bewegung, die in diese Richtung geht. Ja, super. Vielen Dank für die Antwort und cool, dass du auch den Fragesteller schon direkt identifiziert hast. Prima. Ja, sehr gut. Erstens finde ich, noch mal kurz auf die vorherige Sache zurückzukommen, richtig spannend mit dieser Frage, ob man das besser vielleicht abholzen sollte. Also so Sachen, die ja eigentlich eher widersinnig klingen, aber eigentlich ja vollkommen Sinn machen. Und gerade wenn man wirklich langlebige Gebäude bauen könnte damit, wäre das schon toll. Also wirklich finde ich das spannend, dass man einfach mal so jetzt auch noch mal merkt, von wie vielen Seiten man diese Sachen betrachten kann. Also danke auch noch mal dafür. Jetzt kommt noch eine etwas kritischere Frage jedenfalls fragt Thomas, ob der Boden nicht eigentlich viel wichtiger wäre für die CO2-Speicherung, man die Bäume eigentlich vernachlässigen könnte quasi. Das kommt jetzt darauf an, welchen Boden wir betrachten. Also wenn wir einen Boden hier in Mitteleuropa betrachten, dann ist der Boden ein Teil dessen natürlich, aber wenn man sich die Zahlen der CO2-Speicherung in der oberirdischen Biomasse, also in Stamm, Ästen, Blättern anschaut, in der unterirdischen, also in den Wurzeln und im Boden, dann sprechen die Zahlen ganz klar dafür, dass die oberirdische Biomasse eigentlich das Entscheidende ist. Der Boden ist wichtig, ganz klar. Und den Boden müssen wir schützen und ohne einen geschützten Boden tun es natürlich auch die Bäume nicht. Aber wenn es um die reine CO2-Speicherung geht, ist die Biomasse das Wichtigere. Das ist bei den Mangroven natürlich komplett anders. Da ist der überwiegende Teil des CO2 im Sediment langfristig gespeichert. Aber auch da ist die grundlegende Idee die gleiche. Wenn wir die Wälder verlieren, verlieren wir auch diese Speicherkapazität des Sediments. Das heißt also, auch da würde sich die Katze eigentlich in den Schwanz beißen. Und deswegen würde ich eigentlich diese Frage beantworten, ja, der Boden ist wichtig, aber ohne Bäume geht es nicht. Ich habe mal eine Frage, die jetzt tatsächlich nicht gerade aus dem Chat ist. Das überlasse ich dann gleich Franzi, die nächste aus dem Chat zu stellen. Wie ist denn das mit neu angepflanzten Arten, die vielleicht nicht heimisch sind? Können die auch sowas wie eine Pest werden? Also dass man sagt, dass die tatsächlich eine Konkurrenz für die heimischen Arten werden und die verdrängen langsam? Ja, das ist natürlich das generelle Problem der invasiven Arten, was wir ja bei uns auch ganz klar haben in Deutschland, ist nicht unbedingt mit Waldbäumen, aber mit vielen Gartenpflanzen, die sich dann irgendwann unkontrolliert ausbreiten. Das haben wir in Mangroven auch. Diese beiden Lebensräume, Atlantik, Ostpazifik, Indo-Westpazifik, die ich eben angesprochen habe, die unterscheiden sich komplett
in ihrer Vegetation, der Mangrovenvegetation. Es gibt eine einzige Art, die in beiden Regionen vorkommt, und das ist ein Farn. So war es bis vor kurzem. Mittlerweile gibt es eine Mangrovenpalme aus dem asiatischen Raum, die in Nigeria angepflanzt wurde. Ich weiß gar nicht genau, warum sie da angepflanzt wurde, aber sie wurde aktiv ausgebracht und die sich dort mittlerweile so ausbreitet, dass sie wirklich als Pest betrachtet wird, die einheimische Mangrovenbäume einfach daran hindert, junge Sämlinge auszutreiben und zu wachsen. Und das, also ja, zumindest für diese Art wissen wir es genau und es gilt wahrscheinlich für andere Mangroven, nicht für alle, aber für andere Mangrovenarten ähnlich. Ist definitiv ein potenzielles Problem. Wow, ja, das sind echt Dinge, die man erstmal kommen muss. Also dass dann mit gut gemeinten Sachen dann solche Probleme wieder eingesteppt werden, was ja dann öfter mal schon schiefgegangen ist. Im Chat gab es noch eine Frage, die sich jetzt ein bisschen auf was anderes abzielt, und zwar, ob der deutsche Staat sich auch an der Wiederaufforstung oder dem Schutz von Mangroven beteiligt und wenn ja, wie? Oh ja, tatsächlich sogar ziemlich großen Summen, die ich hier gar nicht mich traue, in den Mund zu nehmen. Also wir reden wirklich von mehreren Millionen von Euro, die da ausgegeben werden. Also das Bundesumweltministerium ist ein ganz großer Investor hier. Also da werden tatsächlich auch Ausschreibungen explizit auf Mangrovenschutz und Aufforstung veröffentlicht. Das Ministerium für internationale Zusammenarbeit, also BMZ, früheres Entwicklungshilfeministerium, investiert sehr viel. Also unser BMZ-Minister Dr. Müller ist ein großer Fan von Mangroven. Und das Ministerium investiert tatsächlich auch, wie gesagt, mehrere Millionen Euro in internationale Kooperationen mit den Mangrovenstaaten, mit den Mangrovenländern, um deren Schutzbemühungen voranzutreiben, zu unterstützen und eben auch wirksamer zu machen. Also definitiv ist die deutsche Regierung glücklicherweise, ich meine, das ist zu meinem eigenen Vorteil, aber ich denke vor allen Dingen auch glücklicherweise für die Mangroven, die wir und die Menschen vor Ort so dringend brauchen, sehr daran interessiert, definitiv. Cool, super. Vielen Dank für die Antwort. Ja, es kam gerade sogar noch was rein. Erstens nochmal hier auch echt super spannend, also dass sowas passiert, glaube ich, also ich wusste es nicht. Ich weiß nicht, wie vielen Leuten das bewusst ist, ob das politisch auch so unterstützt wird. Ist ja echt spannend. Jetzt gerade kam noch rein, ob es mehr Regeln bräuchte zum Pflanzen und Schutz der Mangroven. Also als Beispiel wird die Kiribati genannt und ob andere Länder vielleicht ähnliche Regeln beschließen sollten. Also ich weiß ja nicht genau, ob du noch was kurz zu Kiribati sagen kannst, was jetzt damit gemeint ist. Also ich kenne Kiribati, aber ich wüsste jetzt im Moment nicht, welche Regeln zum Mangrovenschutz da sind. Kann ich also leider so nicht konkret darauf antworten. Wie in vielen Fällen, in vielen gesetzlichen Situationen, ist die Gesetzeslage an sich nicht das Problem. Also Regeln gibt es genug. Wie ich eben sagte, weltweit sind Mangroven geschützt. Die Umsetzung ist das Problem, dass es eben einfach nicht kontrolliert wird, oder wenn es kontrolliert wird, dann hat es keine Konsequenzen für die Menschen, die gegen diese Regeln verstoßen. Das heißt, zum Mangrovenschutz, glaube ich, ist das Problem eher, sind bessere Schutzkonzepte oder bessere Überprüfungen oder Verwirklichung der gesetzlichen Grundlagen. Für die Restauration, glaube ich, tatsächlich bräuchten wir Regeln und nicht nur einfach bessere oder mehr Regeln, wir bräuchten mal Regeln. Es ist allerdings schwierig, die wirklich legal bindend zu machen, zumindest auf einem internationalen Niveau. Aber es gibt eine ganze Reihe von Vereinigungen, zum Beispiel die Mangroven-Spezialistengruppe des IUCN, die wirklich, wir haben letztes Jahr im Herbst, glaube ich, war es, ein Papier rausgegeben, in dem wir wirklich gesagt haben, Leute, denkt mal drüber nach, wie ihr Mangroven nachpflanzt, und haltet mal inne und überlegt mal, was sinnvoll ist. Und wir versuchen eben auch tatsächlich Empfehlungen und Regeln zu formulieren. Und die Global Mangrove Alliance macht das auch. Also es findet was statt, aber da muss noch sehr, sehr viel mehr passieren, im Gegensatz zum Schutzstatus der Mangroven. Restauration braucht Regeln und die gibt es leider noch nicht. Ich möchte gerne nochmal eine eigene Frage nachschieben, wo du von Restauration sprichst. Es gibt ja auf Spitzbergen gibt es ja diesen Tresor quasi, wo Samen von diversen Pflanzen gelagert werden für die Ewigkeit, womit man ja auch mittlerweile sagen muss, das taut ja auch schon alles weg. Also inwieweit das für die Ewigkeit ist, ist die nächste Frage. Gibt es denn auch für Mangroven sowas in der Art?
Weißt du das zufällig? Mir ist nichts bekannt. Ich bin auch nicht sicher, ob Mangroven in dieser Samenbank der Weltvegetation vertreten sind. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube nicht, dass es, also ich meine, wir haben bei uns am ZMT ein Gewächshaus und viele andere Leute haben auch ein Gewächshaus, aber die paar Arten, die wir da drin haben, tragen natürlich nichts bei. Also ich glaube nicht, dass es da irgendwas gibt, aber es wäre eine interessante Idee tatsächlich. Super, dann haben wir noch, glaube ich, jetzt die letzte Frage und dann sind wir, glaube ich, auch ziemlich genau auf eine Dreiviertelstunde, das passt dann ganz gut. Nochmal eine Frage von Oahu 83. Sind das denn aus deiner Sicht sinnvolle Projekte, in die Deutschland investiert? Also das ist eine Anschlussfrage an das Thema, wie Deutschland im Ausland Geld investiert, um Mangroven wieder aufzuforsten. Ist das sinnvoll, was Deutschland da macht? Also da ein Teil dieses Geldes in Projekte fließt, die ich selber leite, sage ich dir einfach natürlich, ja klar, natürlich sind das sinnvolle Projekte. Nein, aber Spaß beiseite. Das sind Projekte, die wirklich nach wissenschaftlichen Kriterien ausgewählt werden. Das heißt, das sind wirklich ganz offizielle Ausschreibungen, die die jeweiligen Ministerien oder Organisationen herausgeben, formulieren. Man bewirbt sich mit einer Projektidee auf diese Ausschreibung und von einem wissenschaftlichen Gremium wird, und zwar aus einem interdisziplinären wissenschaftlichen Gremium, also nicht nur Biologen, sondern auch Sozialwissenschaftler, Ökonomen sitzen in diesen Gremien drin, werden tatsächlich von den eingereichten Projekten die ausgewählt und dann letztendlich finanziert, von denen man erstens glaubt, dass sie wissenschaftlich, gesellschaftlich Sinn machen und dann eben auch erfolgversprechend sind. Also letztendlich in a nutshell würde ich sagen, ja, die meisten dieser Projekte sind sicherlich sinnvoll und gut angelegtes Geld. Ja, wow, da haben wir echt mal jetzt die ganze Latte an Fragen aus dem Chat beantwortet und du hast da echt spannende Einblicke gegeben in dieses Thema des Bäumepflanzens und was man da alles zu beachten hat und teilweise nicht beachtet wird, aber ja, wie vielschichtig und wie einfach man nicht solche Fragen immer beantworten kann. Und dann, genau, bedanke ich mich nochmal auch im Namen der Leute im Chat, die sich rege beteiligt haben an der Diskussion und diese spannenden Fragen gestellt haben. Und freue mich schon darauf, dass ihr auch nächste Woche wieder alle einschaltet. Und vielen Dank Martin und vielen Dank Stefan Matthias, dass ihr mit dabei wart. Ich bedanke mich bei euch und bei den zahlreichen Zuhörern und Schauern. Genau, ja. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Danke gleichfalls, euch auch. Tschüss. Ja, schönen Abend und bis nächstes Mal bei Wissen, 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 Wissen